kann ich das Lektin Cashew Kernel im Schnellkochtopf zerstören? Nee, deswegen stehen hier auf unserer Bitte Essens jetzt gar nicht Liste drauf. Das klappt nicht nachhaltig gut, sondern Cashews sind eines der typischen Sachen, wenn Sie jemanden haben, der rheumatoide Erkrankungen hat, Gelenkschmerzen hat, dann finden Sie es häufig, dass da Cashews in der Ernährung vorkommen. Und achten Sie bitte auch auf alles, wo Cashews drin verarbeitet sind. Es gibt viele, viele Produkte, die sich auf den ersten Blick ganz gut lesen, aber es sind Cashews drin verwurstet, bitte nicht essen. Ich weiß, es gibt die Meinung darüber, dass Cashews ein eher schwaches Lektin haben. Ja, vielleicht, wenn Sie das vergleichen mit roten Kidneybohnen, die Sie roh essen würden, ist nicht so schlimm. Aber um eine Heilung zu kriegen, unsere Erfahrung ist, müssen Sie komplett weglassen. Gleichen Sie es aus durch Macadamia-Nüsse. Die haben übrigens auch ein viel schöneres Fettsäureprofil. Here at Dr. Gerst, your life has worth.